Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Desafir Edition. Ja, und ich habe gerade den Safe State geladen und die Ausgangsposition verwirrt mich. Harditan, was wollen Sie mir damit sagen? Ich soll hier in die Puppenabteilung ohne Geld? Oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Ich weiß, dass es hier Puppen gibt. Aber die werde ich mir jetzt noch nicht kaufen. Einfach nur, warum? Das mache ich, wenn wir mal wieder zu Geld kommen irgendwie. Haben wir was zu verkaufen? Zufällig? Wir haben sogar zum Verkaufen. Das war falsch. Ach, hier übrigens, 99 Pokebälle. Ja. Ich bin eigentlich nicht der Einzige, der unser Geld raushauen kann. Das kann der Herr Titan genauso gut. Wir haben 28 Supertränke. What the fuck? Warum? Ja, die blaue Flöte, wo ich mir übrigens mal aus Versehen gekauft habe. Beim Aschetypen. Wir haben weiter nichts zu verkaufen. Gut, ich komme da später noch mal hin. Was will mir der Herr Titan mit dem sagen? Ey, ich hau unser Geld komplett raus, oder? Ich verstehe es nicht wirklich. Hat er die TMs gekauft? Hat er die TMs gekauft? Ja. Ich glaube, das hat er nicht. Warum hat er das? Oder ich schaue erstmal in unser Team. Vielleicht hat sich ja was geändert. Ich frage mich, was der Herr Titan gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. TMs hat er nicht gekauft. Dann mache ich das halt. Er hat mir nämlich schon gesagt, er hat wieder von seinem Part 2 Minuten überzogen, der Ekelhafte. Schön, wenn er einfach permanent gegen unsere Regeln verstößt. So ein Ekelhafter. Dafür müsste er eigentlich alle Orden abstreiten, die er in diesem Let's Play verdient hätte. Also unsere Orden. Nicht die Arena-Orden, sondern unsere. So, hier gibt es nämlich TMs. Und da hat er keine gekauft? Oder was hat er getan? Ich kaufe einfach mal von jedem eins, ne? Von jeder TM, weil die da drüben, die sind unnütz, aber die da möchte ich haben. Dann schaue ich mal, wer das alles lernen kann. Nämlich haben wir unter anderem hier Blizzard. Kann das jemand lernen? Edekoro. Ah, auf jeden Fall. Interessant. Hyperstrahl. Kann Edekoro schon? Dann hat er es trotzdem schon gekauft. Ich habe keine Ahnung, was der Herr Titan gemacht hat. Fragt mich doch nicht sowas. Das, ja. Donner könnte Edekoro auch. Feuersturm. Wir können natürlich mein Logo, aber der behält Felsgrab. Und ja, das war's schon. Gab's hier keinen Solarstrahl? Ich hab's keinen Solarstrahl. Wo gab's den Solarstrahl? Ich habe keine Ahnung. Egal. So, ich habe ein bisschen Geld rausgehauen. Der Herr Titan wollte ja, dass ich das Geld raushaue. Damit habe ich es getan. So, Feuerfähiger, Doppelkick, Schnabel und Ruckzuckhieb. Ja, das passt eigentlich sogar. Und es kann Hyperstrahl. Brauchen wir Finte? Na gut, ich meine, Donner könnte ich es ja beibringen. Aha, wir haben schon Gardevoir, was Donner Blitz kann. Dann Blizzard kann ich es beibringen. Das Ding braucht, kann eigentlich gar nichts lernen. Großartig. Ich könnte Fibitis Hyperstrahl beibringen, wenn es das kann. Dadam. Weil Schlecker ist ein bisschen unnötig, ne? Muss ich ja mal anmerken. Naja. Kann Fibitis eventuell irgendwas von den Attacken? Feuersturm vielleicht? Nö. Ich glaube, Flammenwurf konnte Fibitis. Dann schaue ich doch mal nochmal den Hyperstrahl. Den kann natürlich Fibitis nicht. Ist ja klar. Warum denn auch? Okay, dann mache ich weiter. Was auch immer der Herr Titan gemacht hat, ich weiß es nicht, Mann. Und warum er dann auf einmal 2 Minuten überzogen hat? Ich bin gespannt, wenn ich den Part anschaue, was er da wieder gemacht hat. Achso, Lotterie hat er sich wenigstens geholt, okay. Ich meinte, ich habe ihn doch hier rausgelassen, oder? Da drüben.
kurz da drüben, ein bisschen da links. Der muss quasi nur in diese Stadt und muss sich da oben mit unseren Rivalen betteln. Und mehr hat er doch nicht gemacht. Also, fragt mich nicht, Leute. So, also ich wollte auf jeden Fall erstmal... ich bin falsch. Warum setze ich mich hier auf mein, nicht auf mein Fahrrad? Es geht viel schneller. Und zwar gibt es nämlich hier irgendwo... Gab's was, was ich haben wollte? Genau, nämlich gibt's hier eine Herzschuppe. Wunderbar. Mit dieser Herzschuppe möchte ich nämlich in dem Part mal... da hochfliegen. Nach Lauwechselfeld. Und möchte nachschauen, was denn unsere Pokémon so alles für Attacken können. Würde mich doch mal interessieren. Dam, weil hier gibt es nämlich den Attackenhelfer und der lernt. Ich kann alle Attacken ja wohl lernen kann und ich kann sie ihm beibringen. Ich kann auch dein Pokémon neue Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegner hätte ich gerne eine Herzschuppe. Die sammle ich nämlich. Oh, das ist es. Das ist ehrlich und wahrhaftig eine Herzschuppe. Lass mich an. Ich soll dein Pokémon eine neue Attacken beibringen. Ja? Ich muss sie lernen. Gardevoir erstmal. Und Gardevoir kann Müll. Nur Müll. Okay. Dann Tropius. Kannst du was? Windstoß, Stampfer, Wirbelwind, Zauberblatt. Ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Fipitis. Kannst du irgendwas? Wickel, Biss, Kreideschrei, Giftblick. Bäh. Alles nicht so toll, ne? So, Milotic. Magwaknarre, braucht kein Mensch. Wickel auch nicht. Heilung. Ach, hier kann man übrigens umschalten, was die bei den Wettbewerben bringen, die Attacken. Enikoro. Kannst du irgendwas Tolles? Ja, fast. Doch jetzt klares Nein. Und Logok kann auf jeden Fall Feuerschlag, so viel weiß ich. Aber Feuerschlag, er hat schon Feuerfeger, da braucht er keinen Feuerschlag mehr. Ja, das hat sich fast gelohnt, da mal nachzuschauen. Muss ich schon sagen. Ja, wenigstens weiß ich jetzt, hey, wir lernen nichts mehr. Alles klar. Gut, dann mache ich mit der Story weiter. Ich weiß nicht, was der Herr Titan gemacht hat. Fragt mich bitte nicht. Ja. Gut. Egal. Weiter geht's. Ich heile meine Pokémon und dann machen wir weiter. Außer er hat natürlich das, was ich jetzt machen will, schon gemacht. Das wäre natürlich interessant, weil dann kriegt er nicht den Part locker damit voll. Ich glaub kaum, dass er es schon gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich herausfinden. Nämlich... Flup, flup, fiu. Halt, ich wollte nicht mich in das Haus aufhängen. Und hat er es schon gemacht? Er hat es natürlich noch nicht gemacht, weil hier steht nämlich ein Aquatypi und sagt... Hier, Walbär, springt aus dem Wasser! Hä? Was willst du? Du stürzt es beim Training, Alter! Wenn ich vorschlagen, du verschwindest! Ist ja gut. Nämlich ist hier, können wir hier Surfer einsetzen. Und dann hier ist hier eine Höhle, wenn uns kein Pokémon angreifen würde. Hallo, Tentacha, na, wie geht es dir, Gardevoir, los? Zeig, was du kannst. Wen setzen wir denn überhaupt ein? Ist jemand noch 34? Ja, natürlich ist hier noch jemand 34. Pipitis. Auf geht's. Hallo, na? Was? Wie? Wer ist das, wenn... Die Frage zu schauen, was ist denn hier? Jetzt weiß ich hier, etwas sehr Wichtiges unter den Nagel zu reißen. Wohin ist? Das ist doch nicht in Ernst, dass ich das frage. Ach so, stimmt, da war ja noch was. Genau. Wir müssen jetzt den Aquaboss suchen und... Kann sein, dass dann der Herr Titan da rein ist, aber nicht gewusst hat, wo er hin will. Hin muss, ich bin gespannt. Auf jeden Fall müssen wir hier nach Crafitport fliegen. Wir lassen unser armes... Ach nee, das Wasserbogenmobil mitgenommen. Interessant. Dieser Generation wird es mitgenommen. Weil dann müssen wir nämlich nicht hier rein. Oder hier rein? Boah, ich weiß es schon wieder nicht mehr, ne? Oder musste ich... Nee, das ist falsch, ne? Nee. Ah, da... Nee, wann kam das hier? Wann musste... Ich musste irgendwann hier nach Crafitport.
Gott, ist schon so lange her, dass ich die dritte Generation das letzte Mal gespielt habe. Gut, dann bleibt da nur noch eine Möglichkeit, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich jetzt dann zum Pyroberg. Dam, dam, da unten stehen Bären, ist mir total egal. Schalalala. Hallo Schuppett, na wie geht es dir? Und Tschüssikowski, du Assi. So. Oder können die Safari-Zone gemacht haben? Das wäre auch interessant zu sehen. Ich bin gespannt, was er gemacht hat, Herr Titan. Ich weiß. Wir haben noch einen Schutz? Ernsthaft? Wir haben noch einen Schutz? Warum haben wir nur noch einen Schutz? Ich hab mal 20 Stück gekauft oder so? What? Ich hab mich doch jetzt nicht verschaut, oder? Haben wir nur einen Schutz? Warum? Wir haben nur einen Superschutz? Was zum Teufel? What? What? Was hat der Herr Titan wieder gemacht? Na wartet. Den Part werde ich sehen. Na wartet. So, halt, ich war da schon richtig. Hier gibt's doch bestimmt Schutz. Na 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 na. Top-Schutz, bitte, ganz viele. Ganz viele Top-Schutz hier. Yeah. Wir haben nur noch 9000 Geld. Ist das nicht toll? Hä? Ja, fast. Dam, dam. Da, da, dam. Gut, dann jetzt nochmal ab zum Pyroberg. Mal sehen, ob ich diese Folge auch nochmal zum Kämpfen komme. Außer durch wilden Pokémon. Los, Fibites! Didadambambidu. Och, Mann! Das Encounter Raid! Alter! Na los, Fibites, flieh! Dankeschön. So, wenn ich jetzt nochmal Fib begegne, na dann... Alter, im letzten Gras! Ich setz ja gleich Schutz ein, ich hab's ja kapiert, Mensch. So, lasst mich da runter. Milotic setzt Surfer ein, hey, und ich setz einen Schutz ein. Weil ich's kann, schal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 a. Doom, di di ladl, di 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 doom. Dam, da dam, dam. So, nämlich gehen wir jetzt hier rein und hier kommen wir zum Pyroberg. Und der Pyroberg ist toll, weil hier liegen die Pokémon begraben. Nein, das ist nicht toll. Ja. Ja. Ich lasse das mal unkommentiert. Hallo, na? Die Erinnerung an meinen Liebling in Eko. Ich kenne Wein. Bist du der Herr Titan? Hey, suchst du noch Pokémon? Du bist mir in der Hände hergeschlichen. Fiesling. Okay. Dam, dam, da, da, dam. Pokémoniak, Mark, Stollrak. Das könnte interessant werden mit Fibides. Das lassen wir mal lieber sein. Bam, 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 bam. Nur los, komm, Logok. You can do it. Los, Logok. Dam, dam. Eisenabwehr. Okay. Aber mit einer Vierfachschwäche dürfte ich es trotzdem töten. Nicht? Oh Gott. Alter, Logok, warum? Brüller. Ja, tschüss, Logok. Hallo, Fibites, na? Dann halt neben den Knirscher. Zack, zack. Schwups. Dankeschön. Achso, das war's schon, okay. Oh wei, oh wei! Ich hab's weggeklickt. Ich bin so schlau, ne, manchmal. Da, da, mal. Aua, aua, da wohnen an einigen stillen Löcher. Ja, ich sehe, ich bin ins untere Stockwerk gefallen. Aua, au! Also. Okay. Ein Hyperball habe ich gefunden. Hey. Hallo, da? Ich bin hier mit meinen Freunden eine Mordbaue zu bestehen. Es ist unheimlich hier. Also, zusammen mit meinem Freund, ist es schon okay. Ich hab's. Ein Freund zu zeigen. Wie cool er ist. Den werde ich besiegt. Ja, klar. Dieb, dam, die, diedel, dai. Junges Glück. Enegro und Voltenso. Ina und Live. Voltenso ist übrigens ein schönes Pokémon. Mag ich sehr gerne.
Ich habe Angst vor Voltenso, muss ich erst zugeben. Und Rasierblatt dürfte beide treffen. Da. Giftschweif! Yeah! Und ich bin natürlich paralysiert. Oh, ich hasse es. Ich hasse Statik. Das ist eine der nervigsten Fähigkeiten, die jemals erfunden wurden. Alter, wie kann man so nervig sein? Oh, jetzt auch noch Heuler. So, Giftschweif auf Eneko und Rasierblatt. Dam, da, dam, bam, 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 bam. Jawohl, Voltenso ist schon mal down. Dilidim. Und natürlich, achso, ja, ich bin ja paralysiert, ich vergaß. Da wird ja die Initiative gesenkt. So, Fibis, dankeschön. Schön treffen magst du. Boah, Alter, immer noch. Das Vieh lebt echt immer noch. Ach Gott. Mann, stirb doch einfach, du dummes Katzenvieh. So. Tschüss. Da. Aua, ich habe Angst. Ah, nee. Aua, ich habe Angst. Dibli-di, dal-di-dai. Einen Paraheiler bitte. Bitte, dankeschön. Jawohl, wunderbar. Dam, 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 dam. So, wir gehen ein Stockwerk höher, weil ich glaube, dass der Pyroberg hatte ein paar Stockwerke. Hier ist kein Platz für einen kleinen Hosenscheiße wie dich. Dam, 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 dam. Psycho Camilla. Kadabra. Oh, Kadabra gegen Fibidis. Na gut, ich hab Knirscher. Aber das wird wahrscheinlich wehtun. Ah, verdammt. Eieiei, es könnte wehtun. Eieiei. Wow. Ist klar. Los, Inekoro. Und setz mal deinen Hyperstrahl ein. Wusch. Dürfte wehtun. So ein Step-Hyperstrahl. Ja. Selbst von den Inekoro tut das weh. Ah, oh, ich habe mir in die Hose gemacht. Du lachst, wenn du dir in die Hose machst. Okay. Haben wir einen Beleber? Beleber, 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 Beleber. Ja, wir haben Beleber. Dann setze ich mal einen von unseren 28 Supertränken ein. Warum auch immer wir 28 Supertränke haben. Ich hinterfrag's am besten gar nicht. Die unglaubliche Atmosphäre der Berge hat meine psychischen Kräfte gestärkt. Ein kleines Kind wie du willst gewinnen. Träum weiter. Dam, dam, die dal, du, die dal, dai. Psycho Wolf schickt einen Trassler in den Kampf. Los, wie Pitis! Knirscher! Chom, chom. Bam, bam, dam, dam, na, 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 na. Du. Und Kirlia, da wechsle ich aber diesmal aus, und zwar auf Tropius. Dum, 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 du, 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 du. Badadam, bam, 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 badadadam. Nein! Stop, Doppelteam! Stop it, please! Please, stop it! Stop it! Ach, schön. Ja, Tropius, du kannst ja doch was. Ich vertiefe mich ins Selbstmitleid. Aber Freunde, ich würde sagen, damit ich nicht auch 2 Minuten überziehe wie ein gewisser, mein gewisser Partner, würde ich erstmal sagen, das war's ja mal wieder für heute von Let's Play, was? Nein, nicht Tales of Symphonia, ja, Pokémon Saphir, oh Gott, wie kommen wir jetzt auf Tales? Egal. Was dieses Item ist, das erfahrt ihr dann beim Herrn Titanium 70 und mich gibt's dann wieder beim übernächsten Part. Und bis dahin, also dann, bis dann, ciao Leute!